Ja, Leute, da wären wir wieder zur nächsten Folge von Erbivaro 6 und ich hoffe, heute geht wieder mal alles gut. Ich bin gerade drauf, während noch jemand anders da war, aber vorhin waren es noch zwei weitere, und zwar wieder mal Marlon und Import, und die haben anscheinend gekämpft, ich weiß nicht genau, wahrscheinlich gegen ihn hier und seinen Mate. Ich müsste nochmal rausfinden, mit wem er geteamt hat. Oder teamt, ich weiß ja nicht, vielleicht haben die auch in der Zwischenzeit heute Nachmittag gekämpft oder so. Aber ja, jedenfalls heute ist einer ausgeschieden, wie man hier sieht. Ich müsste da nochmal erkundschaften, wer genau. Aber ja, ich wollte auf jeden Fall meine Base wieder suchen und vor allem nebenbei Äpfel farmen. Und ich muss aufpassen, dass ich nicht gekillt werde, also da kann ja nun wirklich überall wieder sein. Deswegen, ja, werde ich mich umschauen. Ich sollte auch nicht zu tief in den Wald reingehen, damit dort nicht die erhöhte Gefahr besteht, dass ich auf nicht freier Fläche gefunden werde. Das ist nämlich immer extrem unattraktiv bzw. unangenehm. Und hier sehen wir schon, dass Leute bereits waren und irgendwelche Blöcke gesetzt haben. Aber eigentlich darf ich mich gar nicht aufhalten. Ich weiß ja nicht, wie lange er noch da ist. Ich glaube, ich habe ihn schon einige Minuten vorhin gesehen. Deswegen könnte es sein, dass er gleich seine Zeit aufgebraucht hat. Aber vorhin, als ich geguckt habe, war auch noch keiner auf dem Server. Und das ist jetzt noch nicht so lange her. Ich hatte nämlich überlegt, schon eher zu joinen. Aber wenn dann jetzt hier alle drei parallel gejoint wären, wäre auch blöd. Also war es so vielleicht ganz gut, dass jetzt wenigstens die beiden schon mal weg sind. Na egal, man muss eben auch damit klarkommen, wenn andere mal parallel online sind. Und ja, ich würde versuchen, jetzt an Äpfel zu kommen weiterhin. Ja, das ist das Hauptziel, mit natürlich auch Zuckerrohr zu finden, denn ich brauche ja unbedingt ein Buch für einen Zaubertisch. Ich krieg's halt nicht anders. Leder und so ist ja kein Problem. Aber wirklich dieses eine scheiß Buch zu kriegen am Ende, Alter, ich weiß auch nicht, warum das so sein muss, ne? Vor allem, na warte mal, gibt's hier Dörfer vielleicht oder ist Handeln verboten? Das wäre nochmal interessant, aber meistens sind ja die Maps so ausgewählt auch, dass gar kein Dorf generiert ist. Obwohl ich doch mich erinnern kann, in Staffel 3, glaube, war doch ein Dorf dabei, wenn ich mich richtig erinnere. Oder liege ich da falsch? Da müsste ich nochmal nachgucken in den Folgen. Aber ich weiß noch, da habe ich da auch getradet und da war alles okay, also ohne Verbot oder so. Und ich habe auch übrigens gesehen, wegen den Regeln, da wurden letztes Jahr schon die gleichen verwendet, die eigentlich jetzt noch gelten. Also in Staffel 3 waren die bereits in Kraft und die wurden dann einfach immer wieder recycelt. Ist auf jeden Fall auch lustig, denn letztes Mal habe ich die ja so vorgelesen, weil ich gedacht habe, es wären komplett neue. Aber nur die letzten paar sind noch dazugekommen. Die waren frisch in Staffel 5. Aber das war quasi nur eine Ergänzung zu den vorherigen. Der Rest galt schon ziemlich lange Zeit, wie gesagt. Und ja, das war mir eben nicht so bewusst, deswegen hier nochmal erwähnt. Und kriege ich hier keine Äpfel raus? Alter, was ist denn da los? Doch hier oben. Das sah gerade aus wie ein Papagei, der hier rumfliegt. Aber das kann natürlich nicht sein. Na, dann gehen wir mal in alle Richtungen hier und suchen alles ab möglichst. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt hier lange dauert. Ich ernte einfach mal weiter, ne? Vielleicht können wir das Holz auch noch gebrauchen in irgendeiner Form, dass ich das wegen mir zu Holzkohle verarbeite oder zu irgendwelchen Materialien. Eine Kiste, naja gut, so viele Kisten brauchen wir nicht. Was kann man aus Holz effektiv machen, wo ich wirklich einen Nutzen habe, hier auch PvP-technisch, dass man wenigstens noch was draus zieht, weißt du? Wäre schon ganz nice, wenn das ginge, aber bin mir nicht sicher. Oh shit. Ja, egal. Ich werfe mal die Seeds weg und mache mir ein bisschen was Neues. Ich versuche auch immer so ein bisschen in Bewegung zu bleiben, damit ich eben nicht Gefahr laufe, dass ich hier instant weg geholt werde von irgendwem. Oder von demjenigen hier, ne? Nicht irgendwer anders. Und oh, da habe ich im Hintergrund gesehen, dass was gedroppt ist. Sehr nice. Hole ich mir natürlich direkt. Aber erstmal mache ich mir eine Axt, warte, aus wieder Stein wahrscheinlich. Alles andere kann ich mir nicht leisten. Und ja gut, hier, das Seed kann weg. Die Workbench lasse ich auch mal stehen. Und dann haben wir auch einen zweiten Apfel, wenn ich das richtig gesehen habe. Also mehr habe ich noch nicht, oder? Ist schon... Ne, drei. Gut, okay. Ja, dann können wir schon mal zufrieden sein fürs Erste. Aber die Äpfel, das ist immer so ein eigener Schritt, weißt du?
Also, da muss man jedes Mal ein bisschen Zeit reinstecken. Wenn man schon wieder sieht, ich bin 5 Minuten in der Folge und habe erst 3 gefunden. Gut, ich hätte noch mehr Bäume weghauen können. Da habe ich vielleicht zwischendurch ein bisschen zu langsam das Ganze gemacht. Aber trotzdem ist immer mein Gefühl, dass das jedes Mal ziemlich lange dauert und eigentlich ein bisschen unangemessen auch ist. Aber na gut, so ist es eben. Da kommt man schon mit klar, wenn man sich dran gewöhnt hat. Naja. Jedenfalls, wir haben es jetzt auch wieder relativ spät. Vorhin, wenn ich da aufgenommen hätte, wo ich es eigentlich wollte, das wäre sogar fast dieselbe Uhrzeit wie gestern geworden. Und da dachte ich schon, naja, da wird das wohl jetzt zur Gewohnheit, dass das immer gleich ist. Aber es hat dann nicht geklappt, weil ich noch erstmal was anderes gemacht habe. Naja, aber so konnte ich, wie gesagt, ja ein bisschen den Leuten hier aus dem Weg gehen. Aber na, vielleicht ist das auch nicht immer richtig, den aus dem Weg zu gehen. Vielleicht muss man sich mal damit konfrontieren. Ich meine, neulich hat man es ja auch, ne? Man muss sich eben dran gewöhnen. Man darf sich nicht zu sehr darauf ausruhen, wenn man eh immer alleine ist. Ach, mir kann ja eh nichts passieren, so ungefähr. Das habe ich ja schon gesagt, ne? Da wird man nämlich zu unvorsichtig. Jetzt bin ich viel wachsamer und das braucht man letztendlich fürs Finale. Also da ist es wieder sehr, sehr wichtig, wirklich sich umzuschauen und alles Mögliche abzusuchen, beziehungsweise jede Gefahr zu sehen. Und ja, deswegen würde ich mal daran festhalten. Und ja, die eine Wolle kann ich wegwerfen, beziehungsweise komm, ich setze die hierher als kleine Warnung oder Dekoration, je nachdem, wie man es sehen will. Oh, da ist der nächste Apfel, sehr schön. Dass es aber immer so lange dauert, ne, bis die mal irgendwo droppen. Es wäre irgendwie geil, wenn ich hier schon das Feature hätte, auch mit der Hake. Da könnte ich nämlich einfach durchgehen, die Blätter mit einer Feldhacke abbauen, weißt du, und dann würde man viel schneller alles wegschnetzeln können. Ja, ich glaube, es würde schon sich lohnen, oder? Ist es immer noch zu langsam oder irgendwie unpragmatisch? Ich weiß nicht. Müsste ich mir mal zu Gemüte führen oder austesten. So, jedenfalls, ich weiß noch nicht, ob ich direkt nach der Folge diese auch schneide. Heute habe ich erneut die Situation, dass ich nicht allzu viel Platz auf der Festplatte habe, auf die ich gerade aufnehme, weil ich mal wieder die interne benutze bei mir am PC. Die habe ich jetzt eine Weile lang nicht benutzt für die Erbivaro-Folgen, also auch in der letzten Staffel, glaube. Doch, da habe ich sie am Ende. Stimmt, das war noch so ein Ding. Ja, aber jedenfalls in dieser Staffel noch nicht oder in den ersten Folgen. Boah, da weiß ich gerade gar nicht. Ne, da habe ich eine externe genutzt. Da war es ja mal eine externe, wo ich noch genug Platz drauf hatte, ausnahmsweise. Aber heute, die ist wieder so eine andere, ne? Da muss man eben ein bisschen schauen. Aber ich habe vorhin noch was gelöscht, dass ich wenigstens wieder ein bisschen freikriege. Zum Beispiel bei Hexit, da war eine Aufnahme dabei, die jetzt weg ist. Und da ist mir auch aber wieder aufgefallen, wegen der Dateigröße, dass ich da exorbitant viel hatte, ne? Also vielleicht hängt es ja auch mit den Modpacks zusammen, dass man da teilweise mehr rauskriegt an Daten, aber ja, das war auch wieder nur eine Vermutung, wie schon in den letzten Folgen, als ich das immer angesprochen hatte. Und deswegen würde ich mich darauf mal nicht verlassen. Naja, jedenfalls kann ich ja jetzt die Gelegenheit nutzen, eigentlich, und hier Äpfel raushauen und vielleicht so eine Art Thumbnail machen, also nicht nur eine Art, sondern ein richtiges. So. Und da mache ich schon was hier mit der Bildbearbeitung draus, dass das ordentlich aufgehellt wird, etc. Sieht man ja immer wieder. Und ich finde das eigentlich ganz cool auch, diesen Stil. Ich weiß ja nicht, hat man sich sicherlich auch als Zuschauer dran gewöhnt, oder? Wenn ihr jetzt mal zurückdenkt, vor 3 Jahren oder so habe ich das noch wesentlich seltener gemacht. Nur wenn ich mal in der Höhle war und es echt dunkel war. Aber sonst an der Oberfläche habe ich es dann immer so gelassen. Nur es hat mir dann irgendwann nicht mehr gefallen von der Beleuchtung und dieser Farbsättigung her. Das war einfach nicht so geil. Beziehungsweise die Farbsättigung verändere ich ja gar nicht, sondern nur die Kontrast- und Helligkeitseinstellungen. Genau, alles andere bleibt an sich. Und ich weiß ja nicht, wie das sich verhält, ob das gut oder schlecht ist im Vergleich zu den alten Thumbnails. Könnt ihr mal schauen, bei den älteren Projekten, auch bei den ersten Folgen Infinity zum Beispiel, was ja jetzt immer noch ein aktuelles Projekt ist. Deswegen mal als kleine Anekdote, weil ich das immer wieder sehe, auch wenn ich durch die Playlist schaue. Also Infinity rufe ich mir immer mal auf und gucke so, ach ne, was hast du früher mal für Folgen schon gemacht und
Ja, da fällt mir das irgendwie negativ ins Auge mit diesen Thumbnails, dass die nicht so schön sind. Aber gut, ich habe die Screenshots auch, glaube ich, noch von damals. Da könnte ich die ja neu machen. Aber gut, das ist auch wieder eine relativ sinnlose Aufgabe. Also, ob ich mich dem mal annehme, ich weiß nicht. Vielleicht für die erste Folge oder so. Da könnte man echt nochmal ein krasseres Thumbnail nehmen. Also auch nicht mit diesem Motiv, sondern einen komplett neuen Screenshot. Am besten müssten wir nochmal das irgendwie rekonstruieren, den Start, weißt du, von Infinity. Und dann wirklich so ein episches Bild schießen, wie zum Beispiel die erste Folge von Tiny TR9. Da gefällt mir das Thumbnail sehr gut. Oder auch von Snow Village 4 und 3. Die waren, glaube ich, auch nice. Aber ja, von Infinity, das ist ja lame. Dafür, dass das Projekt jetzt so eine lange Konstante auf dem Kanal ist. Das ist eigentlich unwürdig, ne? Da braucht man schon mal was wesentlich Besseres. Und ich hoffe, dass ich da was finde. So, wie viel haben wir jetzt? 7 Äpfel. Ich glaube, wir können uns 8 craften, oder? Muss schon mal schauen. Jedenfalls bin ich gerade in die falsche Richtung gelaufen, deswegen jetzt hier lang. Naja. Aber mit den Sachen werde ich mir noch mal was überlegen. Vielleicht auch bei Tinymon, obwohl da war das erste Thumbnail, glaube ich, nicht schlecht. Aber das muss ich mir auch noch mal angucken. Boah, eigentlich sehe ich die Playlist so oft, ich müsste das doch im Kopf haben, aber mir fällt es gerade nicht ein. Naja, egal. Ist halt manchmal so. Nur, ja, Tinymon war an sich noch in Ordnung, würde ich mal schätzen. Da gibt es bei Infinity größere Probleme. Oder auch, ja, verschiedene andere. Mir fällt gerade auch nicht alles ein. Oh lol. Okay. Hier hat jemand eine Kiste platziert. Das ist ja wieder super. Aber da fallen wir mal nicht drauf rein. Oh, warte mal. Hä, da ist ja gar nichts, was ausgelöst wird. Okay. Ich weiß nicht, was damit getriggert wird, ne? Da muss man mal aufpassen. Aber naja, das mache ich ja, ne? Da schön mal alles freigraben hier. Nicht zu viel vertrauen. Ja, da sollte nichts passieren können. Boah, weißt du, was gemein wäre, wenn man die irgendwie in eine Redstone-Chest umwandeln könnte, diese. Und dann explodiert die hier. Also, ja, deswegen auch nochmal öffnen, aber da ist nichts. Okay, was ist drin? Nichts, hä? War die von mir vielleicht noch? Lol, keine Ahnung, ne? Nicht, dass die jetzt hier in der Ferne irgendwas triggert über ein geheimes Redstone-Rezept, was ich nicht kenne. Aber eigentlich kann mich aus der 1.8 nichts überraschen. Boah, lol, hatte ich hier nicht noch mehr drin? Boah, ich bin gerade unsicher, ne? Hä? Dieser Ofen, ach, der gehört ja gar nicht mir. Das ist ja gar nicht meiner. Warte mal, doch, Solo Solide, hä? Sag mal, kann das sein, dass die hier mein Zeug geklaut haben? Hä, wie ist denn das möglich? Ich hab das doch gesaved. Wieso gehört der Ofen jetzt Marlon? Und der hier, den hatte ich doch befüllt mit Eisen und Gold. War da nicht mein ganzes Gold drin? Hä, das ist jetzt weg. Hä? Oder sind das doch nicht die Koordinaten? Nee, warte, das sind andere. Hä? Wieso ist das dann mit... Oder nee, doch, das sind die Koordinaten. Lol, ich hab das nur gerade verwechselt, weil hier bei der zweiten noch nicht die 500 überschritten war. Alter, das ist doch scheiße. Was soll das denn? Wieso steht hier eine leere Kiste rum? Hä? Wieso kann man die Kisten öffnen? Die sind gesichert. Das Sichern ist dafür da, dass es... Ne, da werde ich mich beschweren. Also, sorry, ne, das lasse ich nicht mit zu. Ich hatte hier ein Stack Gold fast drinne, ja. Ich konnte mir so viel Äpfel craften. Nee, also da werde ich auf jeden Fall Erwi schreiben, was das soll. Das ist ja nicht so gedacht, ne? Das Plugin ist dafür da, dass das gesichert wird und hier ist es ja auch noch dran, ne? Wenn jetzt hier die Sicherung entfernt ist, okay, ja. Könnte sein. Ich weiß zwar nicht, wie man die entfernt, aber wenn dieser Fall besteht, dann kann ich nochmal drüber hinwegsehen, ne, dass da eben jetzt nichts mehr drin ist, so. Aber hier müsste safe noch was drin sein und hier der Rest aber auch noch was, das weiß ich. Und da kann ich eigentlich jetzt hier nicht verstehen, warum das Plugin einfach nicht funktioniert. Das ist dafür da, eindeutig. Da werde ich meine Schritte einleiten. Ich habe ja die Aufnahmen auf meinem Laptop, da gucke ich nochmal nach, wie ich das hinterlassen hatte und werde irgendwie das zeigen oder so. Und ja, dann hole ich mir das zurück, ne? In der übernächsten Folge. Hoffentlich habe ich es wieder. Ich weiß noch nicht, wann ich das klären kann. Ich werde Erwi jetzt erstmal schreiben. Ich muss ja heute nachher noch weiter aufnehmen. Werde ich natürlich auch tun. Und
Ja, ich stelle dann irgendwo anders wieder eine Kiste auf oder so. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt daran lag, weil ich hier mehr als ein Ding gesichert hatte. Ich pack die Dinger mal weg, oder? Ich weiß nicht. Ich habe jetzt hier das in der Aufnahme. Da sollte alles sicher sein. Und ja, jetzt ist vielleicht blöd, dass ich in dem Loch da mich ausgelockt habe. Aber ja, es ist alles nachvollziehbar in meinen Aufnahmen. Ich habe da nicht irgendwas komisch oder anders hinterlassen, als ich es in Erinnerung hatte. Und deswegen mal gucken, was ich machen kann. Ja, jetzt erstmal danke fürs Zustehen und tschüss.